Willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute die Bildung des Verbs erschrecken in allen Zeiten und allen Personalformen. Bevor wir loslegen, schauen wir uns noch die drei Stammformen an und das ist hier besonders wichtig bei erschrecken. Die drei Stammformen, die ich hier besprechen werde, lauten erschrecken, erschrak und erschrocken. Wir sehen einerseits eine Änderung vom Selbstlaut vom E zum A, von der ersten zur zweiten Stammform. Das heißt, erschrecken ist ein starkes Verb. Dann haben wir noch zusätzlich eine Besonderheit bei der Rechtschreibung. Erschrecken schreibt man mit CK nach einem kurz ausgesprochenen E, währenddessen man erschrak nur mit einem K schreibt, weil das A lang ausgesprochen ist. Das ist aber hier noch lange nicht alles. Diese Bedeutung, die ich hier erwähnt habe, die verwenden wir nur dann, wenn es einen selbst betrifft, also wenn man sich selbst erschrickt. Dann verwenden wir diese starke, unregelmäßige Bildung und in gewissen Zeiten die Bildung mit dem Hilfsverb sein. Als Beispiel habe ich hier, das Kind erschrak sehr, also wenn sich das Kind selbst erschrickt. Wenn wir aber das so machen, dass wir andere erschrecken, also wenn wir erschrecken, wenn wir der aktive Part sind, vorher waren wir der passive Part, dann verwenden wir eine andere Form von erschrecken. Und zwar die schwache Form und das Hilfsverb haben. Auch hier habe ich ein Beispiel. Er erschreckte das Kind. Seht ihr den Unterschied? Das Kind erschrak sehr. Passiv, es erschrickt sich. Und bei der Anwendung vom anderen ist der aktive Teil, er erschreckte das Kind. Und das schreibt man hier mit erschreckte, mit CK und T und nicht mit erschrak. Okay, haben wir das geklärt, kommen wir nun zur Bildung der Zeiten. Beginnen wir mit der Präsens, mit der Gegenwart. Erste Stammform erschreck plus Endungen. Erste Person, Einzahl, sprechende Person, ich erschrecke. Die Endung ist hier ein E. Und bereits in der zweiten Person Einzahl sehen wir eine weitere Besonderheit. Hier wird die Bildung durchgeführt mit dem Selbstlaut I, also nicht mit dem Stamm E. Die Endung ist hier ein ST. Du erschrickst. Und das wissen wir, wenn das in der zweiten Person Einzahl vorkommt, dann ist es auch in der dritten Person Einzahl so. Überprüfen wir das. Männlich er, weiblich sie oder sächlich es, er, sie, es. Erschrickt. Ja, auch hier haben wir ein I in der Bildung. Die Endung ist hier ein T. Die drei Mehrzahlformen werden gebildet. Erste Person Mehrzahl, wir erschrecken. Hier haben wir den Stamm und die Endung en. Zweite Person Mehrzahl, ihr erschreckt. Die Endung ist hier ein hartes T. Und die dritte Person Einzahl wird gebildet mit sie erschrecken. Die Endung ist hier ein E. Das war die Bildung der Zeitform Präsens für das Verb erschrecken mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Besonderheit, zweite und dritte Person Einzahl wird nicht mit dem Stamm gebildet, sondern mit dem Selbstlaut I. Kommen wir nun zur Zeitform Präteritum für abgeschlossene Ereignisse in der Vergangenheit. Deshalb wird sie auch Erzählzeit genannt. Ebenfalls eine einteilige Bildung, jetzt aber mit der zweiten Stammform erschrak. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, erschrak schreibt man nur mit einem K, weil das A lang ausgesprochen ist. Erste Person Einzahl, ich erschrak. Keine zusätzliche Endung. Zweite Person Einzahl, du erschrakst. Hier haben wir als Endung ein ST. Dritte Person Einzahl wird gebildet mit er, sie oder es. Erschrak. Erste Person Einzahl keine zusätzliche Endung, heißt meistens auch dritte Person Einzahl keine zusätzliche Endung. Und das haben wir. Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir erschraken. Die Endung ist hier ein EN. Zweite Person Mehrzahl, ihr erschrakt. Hartes T. Und dritte Person Mehrzahl, gleiche Bildung wie in der ersten Person Mehrzahl, sie erschraken. Ebenfalls ein EN in der
Bildung, das war die Bildung der Zeitform Präteritum für das Verb erschrecken mit der Besonderheit der Rechtschreibung. Es wird nur mit einem K geschrieben. Kommen wir nun zu einer weiteren Zeitform, die die Vergangenheit beschreibt und die das schon im Namen drin hat. Das Perfekt heißt ja Vergangenheit. Verwendet man in mündliche Erzählungen, die Vergangenes betrifft, und für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen haben, die noch andauern oder deren Folgen noch sichtbar sind. Hier haben wir zum ersten Mal eine zweiteilige Bildung, Hilfsverb sein im Präsens und das Vollverb erschrecken im Partizip 2. Erste Person einzeln wird gebildet mit ich bin erschrocken. Zweite Person Einzahl, du bist erschrocken. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es ist erschrocken. Die drei Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl, wir sind erschrocken. Zweite Person Mehrzahl, ihr seid erschrocken. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie sind erschrocken. Das ist die Bildung der Zeitform Perfekt, oder das war die Bildung der Zeitform Perfekt für das Verb erschrecken. Zweiteilige Bildung, erster Teil Hilfsverb sein im Präsens, zweiter Teil Vollverb erschrecken im Partizip 2. Kommen wir nun zur letzten Zeitform, mit der wir die Vergangenheit beschreiben. Das Plusquamperfekt, und die wird darum vor Vergangenheit genannt, weil wenn immer zwei Ereignisse in der Vergangenheit stattfinden, verwenden wir das für die erste Handlung der beiden Handlungen. Fast gleiche Bildung wie im Perfekt, nur wird hier das Hilfsverb sein im Präteritum gebildet, das Vollverb erschrecken wieder im Partizip 2. Erste Person Einzahl lautet hier in der Bildung ich war erschrocken. Zweite Person Einzahl, du warst erschrocken. Dritte Person Einzahl lautet er, sie oder es war erschrocken. Die drei Formen in der Mehrzahl lauten erste Person Mehrzahl, wir waren erschrocken. Zweite Person Mehrzahl, ihr wart erschrocken. Und die dritte Person Mehrzahl lautet hinsichtlich der Bildung, sie waren erschrocken. Das war die Bildung der Zeitform Plusquamperfekt, Vorvergangenheit für das Verb erschrecken. Zweiteilige Bildung, erster Teil Hilfsverb sein im Präteritum, zweiter Teil Vollverb erschrecken im Partizip 2. Kommen wir nun zur ersten Zeitform, mit der wir Ereignisse beschreiben, die noch gar nicht stattgefunden haben, also die die Zukunft betreffen. Beginnen wir mit der Anführungszeichen normalen Zukunft, Futur 1, zweiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens und erschrecken im Infinitiv. Erste Person Einzahl lautet hier die sprechende Person, ich werde erschrecken. Zweite Person Einzahl, du wirst erschrecken. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es wird erschrecken. Die Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir werden erschrecken. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet erschrecken. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden erschrecken. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1 für zukünftige Ereignisse für das Verb erschrecken. Zweiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens und das Vollverb erschrecken im Infinitiv. Kommen wir nun zur letzten Zeitform im Indikativ, die wir überhaupt bilden können. Das ist das Futur 2, vollendete Zukunft genannt. Einzige Zeitform mit einer dreiteiligen Bildung. Erster Teil Hilfsverb werden im Präsens. Zweiter Teil Vollverb erschrecken im Partizip 2. Und dann noch der dritte Teil, das Infinitiv von sein. Wenn wir das Ganze umsetzen, dann bedeutet das für die Bildung in der ersten Person Einzahl, ich werde erschrocken sein. Hier stellt man sich also vor, was passieren könnte. Hier sind wir wirklich im Bereich der Vermutungen, weil wenn man erschreckt wird, weiß man ja das nicht so genau. Und dann überlegt man sich, was die Folgen davon sein werden. Ich werde erschrocken sein. Kombination zwischen zukünftigen
und vergangen. Sieht man hier relativ gut. Zweite Person Einzahl. Du wirst erschrocken sein. Dritte Person Einzahl. Er, sie oder es wird erschrocken sein. Die drei Mehrzahlformen lauten: erste Person Mehrzahl, wir werden erschrocken sein. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet erschrocken sein. Und die dritte Person Mehrzahl bilden wir mit, sie werden erschrocken sein. Das war die Bildung der Zeitform Futur 2. Für das Verb erschrecken, dreiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens, Vollverb erschrecken im Partizip 2 und noch das Infinitiv von sein. Beschließen möchte ich die Bildung noch einmal mit dem Wichtigsten. Die hier besprochenen Stammformen und Verbbildungen, Zeitbildungen betreffen immer nur den Sachverhalt, wenn man selbst erschrocken wird. Dann haben wir diese starke Bildung, wenn man aber jemand anderen erschreckt, haben wir eine schwache Bildung, die ich dann vielleicht in einem anderen Video besprechen werde. Ich wünsche euch einen schönen Tag.